Also laut Stern geht das Spiel noch lange weiter. Ich check mal ganz kurz ab, ob ich hier alles habe bisher. Und dann geht's gleich weiter. Oh! Brauchen wir gar nicht mal cutten. Welches Level war das? Das Level. Oh, verdammt. Warum will ich denn hier was übersehen? Hier habe ich irgendwo einen Stern übersehen. Den muss ich jetzt suchen. Aber gut, hier bin ich auch in dem Level ein bisschen mehr durchgerusht, ne? Oh. Eigentlich wollte ich hier auch runterspringen, aber ich habe mir dann so gedacht, nee, lieber nicht. Ist safer, wenn ich es nicht mache. Hätte ich es doch nur mal gemacht, dann hätte ich den früher bekommen. Naja, wie auch immer. Mal gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Und dem Level davor habe ich auch wieder was vergessen. Ja, wie konnte ich den nur dort vergessen? Wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Ich habe es anscheinend wieder vergessen. Ich kann mir schon vorstellen, wie der funktioniert. Ich muss wahrscheinlich nicht von hier. Ah, doch von da wahrscheinlich, oder? Ah, da muss ich aber halt den Jump schaffen. Das könnte ein bisschen tricky werden. Oh, aber ich habe es geschafft. So, das Problem ist, jetzt muss ich das Level nochmal beenden, sonst zählt es nicht. Also, ja. Bis gleich, ne. Oh, was? Level 14? Hier fehlt mir was? What? Das Level, wo wir erstmal die Pizzastücke gesehen haben. Okay, ich wüsste jetzt nicht wo. Vielleicht bin ich auch schon dran vorbei. Das war's auch schon, das mit dem Level, ne? Ja, um einen Pixel übersehen. Ganz große Klasse. Und mir ist übrigens wieder eingefallen, was ein Radish ist. Ein Rettich, ja. Hätte ich drauf kommen können. Ja, war ziemlich dumm von mir. Ja, wunderbar. Weiter, Klartext. Hier fehlt mir auch was. Und ich wüsste nicht, wo. Was ist das Level? Oh, sag mir nicht. Ah, come on. Ah, wie ich es vor allem instant gewusst habe, ne? Okay. Okay, solange ich nicht komplett blind bin, sollte ich jetzt alles nachgeholt haben. Also, rein in Welt 4. Ins Fungi Cave. Oh, what? Ich mag die Musik hier. Okay, da geht's dann weiter. So, erstmal hier lang. Nein! Ist doch cool, wenn man hier rumgeschleudert wird, aber. Ja, genau, das wollte ich. Und das war's, Leute. Cool. Warum war der Pilz des Lebens auf der Party? Keine Ahnung, warum? Ein Fungus war. Okay, Joke, verstehe ich nicht. Vielleicht geht da auch nur im Englischen. Keine Ahnung. Du meinst Fungi? Nein, ich bin ziemlich sicher, es ist Fungus. Ja, okay. Whatever. So, weil ich nur einen Jump habe in der Luft. Wenn ich so einen Trampolin jumpe. Ja. Ah, fuck. Oh Gott, da muss das Timing stimmen. Und hier auch wieder. Und hier auch wieder. Ha! Nein! Boah. Ist aber ein schwieriges Timing. Jetzt hab ich's. Was zum. Nein! What? What the hell? Was? Was? Okay, hab's. Problem ist nur. Oh, hab's geschafft. Was ist denn da oben? Keine Ahnung. Hey, Dad, rate mal. Was denn? Ich habe Pilze in meinem Herz für dich. Das ist ein süßer Witz. Ich muss dringend ins Krankenhaus. Das war kein Witz. Was ist denn hier? Das sieht so aus, als könnte ich da rein. Komm, das geht doch.
Kannst mich doch nicht hier so teasen. Ah, das ist nicht meine Wand. Okay, dann nicht. Aber es sah wirklich so aus, als könnte man da. Lang! Hier wird man aber richtig rumgeschubst, ne? Nein! Restart. Weil da oben links ist hundertprozentig ein Stern. Ich weiß es einfach. Warum sollte da keiner sein? Ist halt die Sache. Warte. Verdammt! Wie kann das so schwer sein? Boah. Sorry. Uff. Hä? Ich darf da nicht springen. Okay, ich hab eine Idee. Genau, einfach nichts drücken. Ja, das war so klar, dass hier ein Stern ist. Warum sollte hier kein Stern sein? Das ist genau so aufgebaut als... What the hell? Okay. Ich liebe dumpfe, dunkle Höhlen. Und ich liebe es, nach Hause zu gehen. Ich liebe Mold. Ich glaube, Mold ist so dieses grüne, angewachste Ding, oder? Boah, selber. Pizza is back. Please don't hurt me, please. No, I do not want to get hurt. But pizza, that wouldn't be nice. No, no, wow, 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 wow. Watch out, that is bro. Oh, warte, das Ende. Ich hab den da gar nicht gesehen. Oder zumindest nicht realisiert. Okay. Lass ihn zurück. Genau. Okay. Das ist nicht schwer. Das ist einfach heute das letzte Level, finde ich. Oh, hi, Dad. Ich bin Sunbathing. Oder ich bin am Sonnenbaden. Du sonnenbadest in einer Höhle? Ja, so ist es sicherer. Ich schätze, das ist technisch gesehen richtig. Ich werde so heiß aussehen. Ja, zum Anbeißen heiß, ne? Na gut. Blub. Oh, Stern. Not for Daddy. Der kriegt hier keine Sterne. Der seinen Namen tragen wird. Keine Ahnung, ich glaube. What? Jetzt muss ich den Stern wiederholen. Okay, warte. Das ist die perfekte Strategie. Nein! Wie mache ich das hier? Jetzt? Ja, wenn das Ding. Wenn da gerade keins unten ist. Okay. Bitte ist hier kein Stern irgendwo. Also nicht noch ein zweiter. Ich hoffe, es können keine zwei Sterne in einem Level sein, weil das wäre. Das wäre schon. Echt böse, echt mies. Ja. Mal kurz chillen. Jetzt gleich rüber. Ich bin auf der Plattform eigentlich gelandet, weil ich sogar die Animation gesehen, aber. Ist besser, wenn es nicht zählt. Hi, Dad. Wie ist dein Tag so? Naja, also, alle meine Kinder sind verloren gegangen und ich bin ständig kurz vorm Tod. Aber ich hab sehr viel Spaß hier rumzubouncen auf diesen großen Pilzen. Mixed Bag. Nett. Ja. Ich meine, das Spiel macht Spaß. Auch wenn ich ab und zu fade und rage. Ich finde das Spiel echt gut. Und ich werde wahrscheinlich den Preis irgendwo eingeblendet haben am Anfang, also. Könnt ihr entscheiden, ob ihr das Spiel für den Preis gut findet. Also ich find's gut. Wow, hä? Okay, wie komm ich denn da durch? Am besten. Okay, das geht hier noch. So, aber von hier? Muss ich erstmal wieder warten.
Ins Wasser kann ich wahrscheinlich nicht. Ich werde es nicht ausprobieren, aber wahrscheinlich ertrinke ich da oder so oder sowas, ne? Würde ich mal von ausgehen. Wo lang? Auf welchen darf ich stehen? Boah, das ist echt gruselig hier. Boah, das geht auch weiter. Ach, come on. Kreissägen und nur noch die Dinger. Ah, ja, ja. Okay, das ist doch richtig. Das ist aber ein ganz cooles Level. Auch wenn es so schwer ist. Boah, knapp. Oh mein Gott, stellt euch vor, ich könnte jetzt auch gar nicht stehen. Das wäre es jetzt gewesen. Kann ich runterspringen? Ah, nein, kann ich nicht. Alter, mach doch keine Blind Jumps hier, Entwickler. Hallo? Oh, Pommes ist wach. Oh nein, die Pommes. Okay, aufgepasst. Pommes springt. Und ich kann rüber zu meinem Kitty. Ach. Come on. Ich lese es gleich, wenn ich den Stern habe. Oh. Bevor ich mir den Stern hole, habe ich hier noch einen Stern vergessen. Sehe ich gerade. Und jetzt sagt mir nicht, das ist dort, weil ich... Nee, warte. Das ist doch das Level. Hä? Aber ihr habt doch alle gesehen, dass ich den Stern... Hä? Hä? Aber ich habe den doch eingesammelt. Und habe es auch lebendig geschafft. Hundertprozentig. Hm. Okay. Rüberspringen. Stern nehmen. Und weitermachen. Versuch nicht, die Pilze zu essen, okay? Sind die giftig? Nee, nur eklig. Oh, ja, klar. Ja, weiß nicht. Ich finde Pilze auch irgendwie eklig. Mag ich nicht so. Manche essen sehr gerne Pilze. Jemand wie Mari zum Beispiel. Wie der Hotdog da mit den Pilzen hochgeht. Aber... Pilze sind nicht so meins. Knappes Ding. Wir werden jetzt wahrscheinlich ganz getrickshottet. Oh, komm, was? Hä, wie bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Klar. Vor allem, woher soll ich das denn vorher schon wissen? Okay, dann warte ich jetzt hier. Soll ich immer einzeln springen? Von. Bro? Hä? Jetzt rüber. Schnell! Wie komme ich da ran? Warte. Nein! Nein! Wo ist das? Ich spring jetzt einfach. Oh. Let's go! Dad! Hi! Ich bin Freunde geworden mit diesen Hotdogs, die hier in der Höhle wohnen. Die scheinen mir nicht so freundlich zu sein. Wir starten eine Band namens Subterraneans. Subterranean-Würstchen. Lass uns nach Hause gehen. Okay. Juhu. Warte, warum war die Sterntextur blau? Ich hab doch den Stern. Richtig? Ja. Und ich glaube, das ist die vorletzte Welt hier. Ich glaube, danach kommt noch eine Welt, eine fünfte und dann ist vorbei. Das ist meine Vermutung jetzt. Und der schießt echt schnell Würstchen. Aufpassen. Genau, immer schön gleichmäßig mit den Würstchen sein. Oh, come on! Was? How? Oh.
Dieses Pizza-Ding hier. Diese fliegende Pizzascheibe. Was denn toll? Bin durch. Oh mein Gott. Warte. Nee, okay. Ich glaube, hier ist nichts. Splishy, splushy, Pizza, Jungs. Hä? Swimmy, squimmy, splishy, splois. Hast du diese Pilze gegessen? Nee, ich bin nur kreativ. Ah, süß. Kinder. Okay. Ah, wir sollten aber so langsam am Ende kommen, oder? Von zumindest dieser Welt. Hallöchen. Okay. Musst du gar nichts machen. Cool. Da möchte ich gerne hoch, mitfahren. An der Seilbahn möchte ich gerne mitfahren. Ich warte mal. Was zum Teufel? Gott, der bewegt sich hier so schnell. Ich warte hier mal ab, bevor ich jetzt nach links gehe, weil vielleicht. Ja. Ja, hier ist ein Stern. Ja. Es war so klar und offensichtlich, dass da ein Stern ist. Jetzt müssen wir nur ganz gechillt noch schnell nach drüben auf die linke Seite springen. Aber nicht sterben, das wäre nicht so cool. Sonst müssten wir alles mehr machen. Das wollen wir nicht und die Zuschauer wollen es auch nicht sehen. Das ist ja boring. Jetzt mach! Zack! Jetzt können wir da runterspringen. Willkommen zu meiner Männerhöhle! Da ist aber nur eine normale Höhle. Na, ja, aber mit kalten Drinks und Sport. Ich sehe weder noch. Es ist Work in Progress. Ja, okay. Komm mal mit nach Hause. Mein kleiner kreativer Junge. Und das wirkt wie ein Bossfight. Das ist es auch. Hey, ich bin Dadish. Hi, ich bin Ice Cream. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin nicht gefrorener Joghurt. Ja, hab ich das gesagt, dass du das wärst? Ich bin nicht Joghurt, ich hasse Joghurt. Alles okay mit dir? Ich werde dich umbringen. Da hatte er wohl recht. Was hat er gegen Joghurt? Joghurt ist doch lecker, hä? Was? Wie funktioniert der? Also der dasht, wenn er diesen Blick macht. Aber nicht sofort, sondern kurz danach. Ja. Die Dinge? Ah, okay. Ich muss den Knopf genau dann drücken, wenn er auf mich zudasht. Got it. Na komm. Bam, genau so. Genau so. Boah, aber der ist halt so riesig, ne? Der hat so eine riesige Hitbox mit seinem großen Kopf, mit so einem großen Haaren auf dem Kopf. Keine Ahnung. Bam. Er ist gestorben. Hallo. Shiri, er ist gestorben. Das müsste eigentlich noch zählen. Also, wenn das nicht zählt, hier, ich mache jetzt hier Speedrun, Leute, ja. Ich mache jetzt hier Speedrun. Und wenn das nicht zählt, dann ist das ein schlechter Run. Na komm. Bam. Und schnell. Yeah. Okay, ich hinterfrag's lieber nicht. Dieser Joghurt-Typ, den ging's wohl nicht so gut. Denkst du, wenn wir einfach nur gewartet hätten, wäre er einfach geschmolzen? Das wäre lustig, wenn es da so ein Secret-Ending gäbe mit diesem Bosskampf. Aber warten. Welt 5, Castello Fortress. Ja, da scheint wohl die letzte Welt zu sein. Und was bist du denn zum Teufel? Das sieht ja lustig aus. Und warum sehen diese Ballons 1 zu 1 aus wie aus FNAF 3? Okay. Ah. Oh. Halt, stopp! Hier fehlt mal wieder ein Stern. Oh, das war das Level. Warte, mir fällt was ein, wo es sein könnte. Ja.
Ich habe sogar, als das Level das gespielt habe, habe ich sogar ganz am Anfang gedacht, vielleicht ist da oben was. Aber ich dachte mir, nee, der Hotdog ist da so gut platziert, dass man da nicht hoch kann. Ach, du sollst ja von da hinten? Oh, das ist ja noch schlimmer. Da musst du ja so viel neu machen. Okay, oh Gott. Okay, und jetzt soll ich hier einfach nach links springen? Erneut versuchen wir es. Hä? Soll ich da mit dem Pilz rüber? Jetzt bin ich in der brenzligen Lage leider. Wegen dem Hotdog! Jetzt bin ich direkt neben dem Hotdog. Aber der andere kommt. Nein, 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 nein. Das größte Problem ist, dass ich das Level jetzt noch schaffen muss. Ihr braucht mich nicht, um euch zu sagen, dass ich das höchstwahrscheinlich erst nach ein paar Tries schaffen werde. Und das muss ich jetzt auch wieder abtimen. Wie es vorher war. Ja. Wie zum Teufel habe ich das geschafft, ey. Das war definitiv bisher das Schwerste im ganzen Spiel. Und die anderen Sterne zuvor waren schon schwer. Ich habe das Gefühl, dass eventuell hier ganz hinten links noch ein Stern ist, aber man kann ja am Anfang eigentlich nicht zurückgehen. Obwohl da immer am Anfang eines Levels so ein Loch ist, kann man ja nicht zurückgehen. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass da nichts ist. Ich glaube, so soll es nicht gemacht werden. Nee. Irgendwie erinnert mich die Musik ein bisschen an Donkey Kong. Nur so ein bisschen. Oh, was? Hä? Wie soll ich das denn machen? Ach so. Oh, jetzt hab ich's. Ah, cool. Okay. Okay. Nice. Dieser Ort ist gruselig. Es riecht wie Geister. Es riecht sehr wie Mold. Moldige Geister. Yay, I guess. Soda-Cans. Oh nein. Die explodieren einfach. Da hat jemand, wie heißen das? Diese runden Süßigkeiten. Ich glaube Mezzo oder so hießen die, in Coca-Cola reingesteckt. Und dann macht's. Einfach ein Creeper ist das. Muss einfach den Creeper auslösen hier. Oh! Was ist das da oben? Achso, Pizza wieder. Ich habe irgendwas anderes im Augenblick gesehen. Wie so einen neuen Gegner oder so, aber. Nope. Okay. Boing. Boing. Knapp. Ey, lass mich hoch da! Ich muss auf das Schloss drauf. Ich finde die Grafik echt nett. Wirklich nett. Ach komm. Ganz weit weg, weil die Explosion, die Hitbox, die wird immer größer. Also sie ist nicht groß und dann wird sie langsam klein. Nein, die ist. Die wird nach der Zeit größer. Also komisch gemacht, finde ich das. Nicht unbedingt schlecht, aber auf jeden Fall komisch. Zack. Oh, das helle Flackern, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Diese Typen, die sind einfach, wie sag ich das, die explodiert! Hab ich gemerkt. Denkst du, wir sollten einen Doktor rufen? Nee, das ist okay. Voltoball lebt ja immer noch, nachdem er final einsetzt. Ne? Oder? Ich denke schon. Wollen wir es doch mal hoffen. Für Elektroball. Wollen wir das hoffen. Ich ignoriere jetzt einfach das Feuer. Ich springe einfach nur. Hat geklappt. Wunderbar. Das ist ein cooles Level. Boy. Boy. Allgemein finde ich das mit dem Luftballons richtig cool. Und ich kann mich killen. Weil ich den Stern nicht bekommen habe. Ich bin nicht din geworden.
Na, schon wieder. Ah, wie will ich das angehen? Ich glaube, je früher ich springe, desto besser. Also abspringen, meine ich. Also jetzt! Ja, wenn man früher abspringt, das ist... Fuck. Okay. Oh nein. Oh, come on. Oh. Wann ist das Timing? Wann ist das Timing? Okay, ich glaube... Jetzt. Keine freaking Ahnung. Okay, hat irgendwie funktioniert, auch wenn es das falsche Timing, glaube ich, war. Hat trotzdem funktioniert irgendwie. Okay, da kommt man nicht hoch. Willkommen in meinem geheimen, gruseligen Tunnel. Thanks, I hate it. Thanks, I hate it. Hihi, haha, huhu. Habe ich noch bisher alles? Aber wenn ich mich da durchzwingen muss, dann besser jetzt. Okay, das habe ich. Okay, das habe ich. Hä? Oh, warte, was? Hatten wir hier den Stern nicht gefunden? Aber da ist er nicht, ne? Das ist ja das, wo ich eigentlich dachte, wo er wäre. Aber ich habe euch ja schon gesagt, das ist das einzige Level, wo man mal zurückgehen kann. Ah, jetzt fühle ich mich echt verarscht vom Spiel. Das ist nicht so cool. In jedem einzelnen Level gibt es eine Öffnung am Anfang des Levels. Und man kann in keine einzige rein. Aber hier ausnahmsweise gibt es hier mal einen Stern. Ja, cool. Okay. Bumm. Warum sprengt der eine den anderen nicht weg? Naja, muss ich nicht verstehen. Muss aber sagen, die Musik mag ich hier nicht. Also ich mochte die Soundtracks, also den Soundtrack bisher, aber den Soundtrack hier im Schloss mag ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ist ein bisschen zu nervig für mich. Es geht alle down. Oder es gibt Konsequenzen. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was zum Teufel? Da geht's weiter. Okay. Okay, Checkpoint. Wunderbar. Verdammt. Verdammt! Jetzt, aber schnell durch. Einfach schnell durch, bevor es mich aufspießt. Das ist cool. Aber nicht gerade einfach. Ach, verdammt. Da ist aber das Ende. Badabam, 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 badabam. Okay, wunderbar. Okay. Dieser Ort ist extremst gefährlich. Warum bist du überhaupt hier? Warum bist du überhaupt hier? Ich bin hier, weil ich nach dir suche. Ich bin hier, weil ich nach dir suche. Hör auf! Hätte er doch sagen müssen, auf! Und dann you're grounded. Das wäre noch funny gewesen. Whatever. Nicht mehr viel. Ich glaube, die Hälfte der Welt ist durch oder so. Würde ich mal hoffen. Ich mag das Spiel zwar, aber gegen Ende hin wird es echt ein bisschen zu schwer. Oh, böse. Hä, aber soll ich dann woanders lang? Ich habe das Gefühl, hier ist schon richtig. Oder? Ah, verdammt. Ja, guck, da muss ich lang. Oh, wegen dem gottverdammten Stern. Und hier komme ich dann wieder zurück. Und was zum Teufel? Okay, funktioniert. Oh mein Gott, dass ich das First Try geschafft habe dadurch, das wundert mich gerade ein bisschen, aber cool. Sag mir jetzt nicht, das muss ich zweimal wiederholen. Doch. Nice.
Und damit meine ich Nein! Ich mache jetzt zuerst diese Seite, ganz ehrlich. Ich möchte jetzt hinter mir haben. Oh, ich soll einfach nur durchrushen. Oh Gott, ich soll da wirklich einfach nur durchrushen. Oh nein, das ist definitiv das Schwerste. Jawohl. Oh Gott, ich hab's tatsächlich geschafft. Ja, ist es da unten frei. Oh, bitte ist da nichts mehr. Okay, gut. Das ist das Haus von Lord Dornak. Er ist ein charmanter Gentleman. Ah, gute Neuigkeiten. Er ist auch ein Madman. Welches mag, seine Eindringlinge zu foltern. Oh, richtig. Ja, cool. Alright, cool. Das heißt aber, dass wir fast am Ende sind. Uff. Mein Gott. Ja. Ich hab gelernt vom letzten. Ich konnte doch gerade stehen. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Nee, jetzt mal ohne Witz. Oder muss man das irgendwie in einem Durchgang machen? Ja, muss man, okay. Okay. Ah, verdammt, ich falle die ganze Zeit runter. Nee, warte. Nein! Oh mein Gott, oh, Pizzastücke. Was passiert denn hier? Wo muss ich lang? Oh. Ich verstehe schon. Diese goldene, nee, diese Diamanten Holzbox müssen wir mitnehmen. Nach unten tragen. Mein Controller wackelt immer, wenn ich eine Kiste schieb. Nett. Dass Switch-Integration mit drin ist. Finde ich nett. Oh, böse. Oh, ihr seid so gemein. Aber ich hab's. Dieser Ort ist super creepy. Ich meine, ist sie nett? Das stimmt. Es ist wie eine creepige Geburtstagsparty. Exakte Munde. Was? Pau? Warte mal. Bevor wir hier Pau machen. Lass mich doch mal erstmal schauen, ob wir ja alles bisher haben. Das ist mir nämlich wichtig, dass ich nicht alles neu machen muss. Hä? Welches Level war das denn hier nochmal? Okay, das musste ich jetzt nachgucken. Also ganz ehrlich, das könnt ihr mir nicht erzählen. Welcher normale Mensch kommt denn bitte auf so ein Versteck? Also, come on. Das ist einfach richtig dreist versteckt. Ich bin die ganze Zeit dort gestorben, hab's immer geschafft und zum Glück hat er den Stern nach dem Checkpoint eingespeichert. Oh mein Gott, sonst werde ich noch verrückt werden in diesem Spiel, ganz ehrlich. Bin jetzt schnell weg hier. Jetzt haben wir nämlich bombardiert. Ja, wie man sehen kann. Und das ist nicht gut. Nein, gar kein Fall. Very bad. Mist. Nein! Keine Ahnung wann. Okay, das hat geklappt. Boah, hier muss man richtig schnell sein. Oh. Okay. Und jetzt? Aber so wie ich das Spiel kenne, ist dieser Stern. Fool me once, but you won't fool me twice.
Okay, ich kann jetzt chillen. Okay. Oh, ich hab's geschafft. Das war ja noch okay, das Level. Ich bin die Königin vom gruseligen Schloss. Du bist ein Rettich, welcher viel zu lang nach ihrer Bettzeit wach ist. Gruseliges Schlosskönigin! Ja, träum weiter. So. Okay. Interessant. Das macht's einfacher, definitiv. Ah, das heißt, jetzt fehlt nur noch ein Stern. Nach diesem Level fehlt nur noch ein Stern. Und das ist schon mal vorteilhaft. Aber das ist ganz cool hier. So eine Reise hier. So ein Ride. Hab ich nichts gegen. Das kann cool werden. Muss nicht, kann. Badabam, badabam, badabam. Okay, wieder ein Creeper. Oh man! Oh. Da brauche ich dich für. Jetzt komm ich da nicht hoch. Bis das fällt runter. Okay. Noch. Das finde ich super. Okay. Durchgekommen. Oh, leck. Nicht gut. Oh, come on. Nein. Weg hier. Oh, war ein bisschen zu früh eigentlich, aber geschafft. Wie cool ist denn bitte dieser Innentürpool? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ist ein Sewage. Ich glaube, so ein Sewer halt. Oh, denkst du, es ist sicher, das zu trinken? Ich würde mal sagen, nee. Oh oh. Du hast aber nicht davon getrunken, oder, Kleiner? Oder? Oh oh. Letztes normales Level, glaube ich. Weil ein Stern fehlt uns noch und das müsste jetzt in diesem Level sein. Also los! Komm schnell her! Oh, verdammt! Oh, die Pizza! Der Creeper! Okay, ich kann mir vorstellen, wie man das macht. Ich müsste halt früher abspringen, aber ansonsten war das so wahrscheinlich richtig. Ja. Einfach direkt abspringen wieder. Was ist das denn hier? Oh, hell no. Ich habe keine Zeit für so einen Blödsinn. Oh, geschafft! Wow, Dad, du bist spitze. Ich hätte nicht gedacht, dass du es ein bisschen schaffen würdest. Ich hätte es ein bisschen nicht schaffen müssen, wenn du einfach zu Hause geblieben wärst. Aber dann wüsste ich nicht, wie krass und cool du bist. Da haben beide Argumente. Definitiv. Dann lässt mal kurz nachchecken, ob ich alle Sterne habe. Ja, alle Sterne. Und das ist wohl der Endboss? Was bist du überhaupt? Hey, hi, ich bin Dadish. Willkommen in meinem Schloss, Dadish. Ich bin Lord Duranak. Es ist schön, dich endlich treffen zu können. Ich habe nur Tolles von dir gehört. Echt? Nö. Oh. Obwohl, ich möchte mich gerne dafür entschuldigen, für all die Ärgernisse, die meine Henchmen für dich bereitet haben. So ein blödes Missverständnis. Hey, alles cool. Mach dir keine Sorgen. Ich möchte nur meine letzten paar Kinder noch finden und dann nach Hause gehen. Understandable. Aber zuerst, wenn es nicht zu viel für dich ist. Was denn? Prepare to die. Oh, come on. Wahrscheinlich ist er jetzt eine Mischung aus allen Bossen, oder?
Also er ist einfach nur der dritte Boss bisher. Oh. Bam. Bam. Scheiß. Nice. Oh, Double Hit. Ja gut, na dann. Hab lange für den gebraucht jetzt, aber das waren zwei Lucky Treffer hintereinander. Und das ist mein letztes Kind, glaube ich. Du hast es geschafft, Dad. Du hast uns alle gerettet. Ich bin total erschöpft. Zeit nach Hause zu gehen. Ich liebe dich, Dad. Ich liebe dich auch, Buddy. You're grounded. Oh, was ein Rettich nicht für seine kleinen anderen Rettiche tun würde. Und das war ein Spiel von Tom Young. Ganz ehrlich, das war ein cooles Spiel. Hat mir gefallen. Ich werde mir definitiv auch die anderen Spiele mal anschauen. Von Dadish. Ja, die letzten beiden Welten waren hier und da sehr frustrierend. Vor allem für die mit den Sternen. Aber ansonsten, alles in allem, war es ein cooles Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für Leute, die dieses Genre mögen. Aber ne, seid gewarnt, falls ihr 100% spielen wollt, so wie ich. Gegen Ende wird es etwas schwierig. Ja. Grafik finde ich schön, Musik ist in Ordnung. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Vom Preis her, ich weiß den Preis nicht mehr. Oh, thanks you. Danke. Preis weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, er war in Ordnung. Dadish will return in Dadish 2. Das werden wir dann demnächst irgendwann spielen. Falls ihr schon gespielt haben solltet, wenn ihr das Video in der Zukunft schaut, dann werdet ihr irgendwo gleich sehen können. Und anklicken können und End. Aber wer ist das denn? Ach, du bist es. Stimmt, den gab es auch nur irgendwie zweimal und dann haben wir den gar nicht mehr gesehen. Komisch irgendwie, oder? Warte, kommt nicht noch was jetzt? Weil ich habe doch 100% gespielt. Mag das Spiel mich nicht belohnen? Irgendwas? Ist das nur Jockst und Dollerei? Ihr seht, ich habe jetzt alles geschafft. Ich renne mal jetzt den ganzen Weg nach Hause. Timer. Puzzle-Mode? What? Ich kann als den Dude spielen jetzt? Was kann der denn? Oh, er ist langsamer. Er ist einfach nur langsamer, oder? Ja, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, das ist einfach nur ein Reskin. Aber ja, Leute, man kann doch als ihn spielen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Random Steam Game wieder. Oder allgemein Random Game wieder. Bis dann und ciao.